Das NDR-Taucherteam geht auf Wracksuche. Das Nordpolarmeer ist voll davon. Die Tauchgänge sind aufwendig und gefährlich zugleich. Bis in den Frühsommer liegen fast alle Wracks unter einer dicken Eisdecke. Unser Startpunkt, die nördlichste Tauchbasis der Welt, direkt an der Grenze zu Russland. Von hier aus kommen wir nur noch mit dem Motorschlitten weiter. An dieser Stelle soll das Wrack liegen, das erst vor kurzem von norwegischen Tauchern entdeckt wurde. Mit Sägen und Eisbohrern schneiden wir ein Loch in das arktische Eis. Yeah, for many people it sounds crazy, but it's wreck diving through the ice of the Barents Sea. Für die meisten hört sich das doch total verrückt an. Wir gehen hier auf Wracksuche direkt unter dem Eis der Barentssee. An vielen Plätzen der Welt gehen Leute auf Wracksuche oder wollen interessante Meereslebewesen entdecken oder eben eistauchen. Aber wir sind der einzige Ort, wo tatsächlich alles auf einmal geht. So, yeah, I think it's quite unique. I don't know anyone else which can provide this kind of diving. No. Körperliche Schwerstarbeit vor dem Eisabenteuer. Bei einer Wassertemperatur von minus 2 Grad überfriert nicht nur unser Kameragehäuse. Auch das Einstiegsloch muss immer wieder vom Eis befreit werden. The wreck is slightly like. Wir sind nicht direkt über dem Wrack, es müsste ein Stück weiter vorn liegen. Vielleicht kommen sogar ein paar Sonnenstrahlen bis dort durch. Was gibt es da an noch zu sehen, frage ich Lars Peter. Ja, da verstecken sich manchmal ein paar Steinbeißer. Und dann gibt es natürlich jede Menge Kamtschatka-Krabben, die sind ja überall hier. Immer wieder kommen Taucher bei Exkursionen unter die Eisdecke ums Leben. Unzureichende Ausrüstung, mangelnde Erfahrung, eingefrorene Ventile und Panikanfälle sind nur einige Gründe für zahlreiche Unfälle. Um gegen Ende des Tauchgangs wieder den Rückweg zum Eisloch zu finden, benutzen wir Sicherheitsleinen. Denn selbst bei guter Sicht verliert man unter dem Eis schnell die Orientierung. Im Zweierteam wollen wir das Wrack erkunden. Mit von der Partie ist der Krabbentaucher Anton Kalinin. Es ist ein Gefühl, als würde man sich auf eine riesige Packung Eiswürfel legen. Die Kälte ist selbst durch den Anzug zu spüren. Meter um Meter sinken wir tiefer und entdecken dann in 30 Meter Tiefe am Grund des Fjords tatsächlich das Wrack. Es ist ein amerikanisches Jagdflugzeug, eine Curtiss P-40, abgeschossen von deutschen Flakgeschützen gegen Ende des Krieges. Das Cockpit ist leer, vom Piloten keine Spur. Krustenrotalgen überziehen den Flieger. Fast sieht es so aus, als hätte jemand ein paar Eimer rosa Farbe über das Wrack gegossen. Schon lange hat die Natur vom Wrackbesitz ergriffen. Ein paar Kamtschatka-Krabben haben den Jagdflieger als Versteck- und Abenteuerspielplatz entdeckt. Gestänge,
Holme, Teile des Fahrwerks und die Seitenruder sind auch nach 60 Jahren auf dem Meeresgrund erstaunlich gut erhalten. Oben auf dem Eis spüren die Sicherungstaucher jede Bewegung des Unterwasserteams und können im schlimmsten Fall eingreifen, wenn etwas nicht stimmt, wenn es unten am Wrack ernsthafte Probleme gibt. Die Verständigung erfolgt über abgesprochene Leinensignale. The worst thing is that you get entangled in something, but that is why we have Die größte Gefahr ist, dass man sich am Wrack verhakt. Deshalb steht immer noch ein Sicherheitstaucher parat. Außerdem benutzen wir immer eine zweite getrennte Pressluftflasche. Und dann müssen wir natürlich sicher sein, dass jeder, der hier unter das Eis taucht, eine entsprechende Ausbildung hat. Es ist kein ungefährlicher Tauchgang, aber einer, bei dem es viel zu entdecken gibt. Wir sehen das Fahrwerk, das der Pilot nach dem Treffer nicht mehr ausfahren konnte. Unter der Tragfläche, dort wo noch die Läufe der Maschinengewehre gut zu erkennen sind, haben sich ein paar Grundeln eingenistet. Ein paar Meter weiter lebt ein Seewolf. Nach 50 Minuten im Eiswasser folgen wir der Sicherheitsleine zurück an die Oberfläche. Die Kälte steckt uns ordentlich in den Knochen, die Finger in den Handschuhen sind kaum noch zu spüren. So richtig werde ich mich daran wohl nie gewöhnen, sagt Anton Kalinin, aber verzichten möchte ich darauf auch nicht. Solche Tauchgänge sind immer wieder ein Erlebnis. Die Eisformationen sind jedes Mal anders und auch der Lichteinfall ist nie gleich. Ich glaube, Eistauchen wird noch richtig populär. Auf der Rückreise in Richtung Tauchbasis erzählt uns Lars Peter von all den anderen Wracks, die noch unter dem Eis liegen und nur darauf warten, entdeckt und erforscht zu werden. Ein eisiger Tag mit arktischen Temperaturen geht so spektakulär zu Ende, wie man es nur in der Polarzone erleben kann. Nach einem langen Tauchtag in der kalten Barentssee ist das hier das Beste, was du machen kannst. Du sitzt im heißen Wasser und entspannst dich erstmal so richtig und das geht auch noch bei starken Minustemperaturen. Und dann abends noch das Polarlicht. Da gibt es wirklich nichts Schöneres.